Die drei besten Kaffeealternativen plus zwei Geheimtipps, wie du sie besonders effektiv einsetzen kannst, damit du lange energievoll und leistungsfähig bist und konzentriert bist und den Körperfettanteil vielleicht noch optimieren kannst und das Ganze auch maximal gesund ist. Wir haben im letzten Video über die Nachteile von Kaffee gesprochen und hier geht es auch nicht darum, Kaffee ersatzlos zu streichen, sondern es geht darum, gerade bei einem, bei einer Kaffeesucht, und du weißt, Kaffee geht nicht nur um Koffein, sondern Kaffee und Koffein sind zwei grundverschiedene Dinge, wie gesagt, alles im letzten Video besprochen, bei einer Kaffeesucht einfach das Ausmaß des Konsums deutlich zu reduzieren und wirklich Alternativen zu haben, die einerseits befriedigend sind, die gesund sind und die auch irgendwie alltagstauglich sind, auf die man auch Lust hat. Nummer eins, und das ist für mich persönlich was ich gar nicht feiere, aber trotzdem nutze, ist Grüntee. So, jetzt ist das Kaffeekochen natürlich eigentlich eine ziemlich schöne Sache. Man schaltet einfach die Kaffeekasse und dann den Kocher, schaltet die Maschine an und that's it. Vollkommen entspannt. Am Grüntee muss man erstmal das Wasser aufgießen, hast du nicht gesehen. Also dafür, dass es an manchen nicht schmeckt, mir persönlich schmeckt das zum Beispiel auch gar nicht. Und das Ganze dann noch vergleichsweise aufwendig ist, nicht so geil. Deswegen nutze ich persönlich ganz gerne Grüntee-Caps. Ich nehme da irgendwelche von Amazon. Keine Produktempfehlung, sorry. Also das wäre einfach eine Alternative. Nummer zwei, da nehme ich auch einfach irgendwas. Ich habe jetzt verschiedene hier stehen, die sind teilweise schon schlecht geworden. Ist Guarana. Guarana ist so eine Art schwächeres Koffein und du kannst das super gut mit Koffein kombinieren. Zum Beispiel nimmst du Guarana plus Koffein, gibt es auch schon oft als Kombipräparat. Und das führt dazu, dass du einen langsameren Energieanstieg und auch nicht so einen Crash hast wie nach dem Koffein. Beim Koffein ist es ja oft so, bist drauf, es sackt ab. Ja? Und bei Guarana ist sowohl das Draufkommen als auch das Runterkommen nicht so schnell, sodass du einfach nicht so oft nachliefern musst und das Ganze einfach länger hält. So, Punkt 3. Achso, bevor ich dir Punkt 3 verrate, ganz wichtig. Wenn du kaffeesüchtig bist, wirst du so oder so, egal ob du jetzt umsteigst auf was anderes oder nicht, wirst du ein, zwei Wochen Probleme haben und brauchst einfach ein, zwei Wochen nicht nur einen Kaffee, sondern auch wirklich einen Koffeinentzug und eine stressreduzierte Phase. Also da wirst du dir Zeit für nehmen müssen, wenn du wirklich von der Kaffeesucht runterkommen willst. Warum? Weil eben sich die Stresssysteme erstmal erholen müssen und diese zelluläre Energiearmut ausgeglichen werden muss. Das heißt, stressfreie Zeit, gutes Essen, keine anderen Stimulanzien, mal wenigstens über eine Woche, besser zwei. Und dann kannst du mit diesen Alternativen hier einsteigen und den Kaffeekonsum beschränken auf ein paar Tassen pro Woche. So, jetzt Nummer 3, und das ist meine absolute Lieblingsalternative, die ich seit knapp 2 Jahren nutze, seit Oktober 2021, ist Koffein mit exogenen Ketonen. Wichtig, das ist keine, es hat nichts mit einer ketogenen Diät zu tun. Exogene Ketone sind einfach ein Pulver, da gibt es hier, habe ich hier so ein 20er-Pack zum Beispiel, was du dir in dein Getränk tust. Und die Ketone versorgen dich dann mit Energie und sorgen dafür, dass dieser, Energiepush vom Koffein sehr lange anhält, der mentale Fokus sehr lange anhält und dein Gehirn halt wirklich die ganze Zeit optimal mit Energie versorgt ist, sodass du keine Heißhungerattacken bekommst und dein Körper die ganze Zeit in der Fettverbrennung ist. So, was ist jetzt der Haken an den exogenen Ketonen? Das dauert manchmal bis zu 10 Tage, vor allen Dingen, wenn du normalerweise recht viel Kohlenhydrate den ganzen Tag über isst, bis dein Gehirn überhaupt wieder die Enzyme hat, die die Verarbeitung von Ketonen oder die Nutzung von Ketonen ermöglichen. Das heißt, du musst teilweise wirklich mal 10 Tage jeden Tag Ketone nehmen und merkst nichts, bevor das dann irgendwann losgeht. Bei manchen anderen, die zum Beispiel schon öfter mal gefastet haben oder viel Sport machen, geht das schon in 30 bis 60 Minuten los, dass sie das merken. Deswegen wäre da auch der ideale Einstieg zum Beispiel so eine 10-Tages-Challenge. Da sind 20 Päckchen drin, würde ich zum Beispiel einfach 20 Tage nehmen, dann ist eine 20-Tage-Challenge und danach sollte das laufen. Und jetzt noch die zwei Geheimnisse, wie du dieses Eingrooven der Alternativen besonders effektiv machst, sodass du halt wirklich maximal viel Energie hast, es super gesund ist. Also, Nummer 1 ist, du solltest grundsätzlich Stimulanzien, also größere Koffeinmengen, aber auch Guarana, andere Stimulanzien, nicht mit Kohlenhydraten oder vor allen Dingen schnellen Kohlenhydraten und vor allen Dingen auch nicht mit Zucker kombinieren, weil das einfach deinen Blutzucker rasant auf Achterbahn schickt und Stress für deinen Körper, dein Immunsystem, deine gesamten Systeme ist und dich mittelfristig, egal ob es dann jetzt Kaffee oder ein reines Koffein ist, ausbrennt. Deswegen macht es schon Sinn, zum Beispiel gerade wenn du jetzt einen klassischen Tag hast, wo du morgens mit Kaffee oder Koffein sonst startest, eine dieser Alternativen hier zu nehmen. Wie gesagt, mein Favorit sind die Ketone. Und dann erstmal nichts zu essen eine Weile oder Low Carb zu essen oder ohne Kohlenhydrate. Einfach die erste Tageshälfte oder wenigstens die ersten 5, 6, 7 Stunden. Und das klingt hart, aber das ist super einfach, weil, dann läuft einerseits dein Fettstoffwechsel, andererseits dein Blutzucker bleibt stabil und
dann funktioniert das Ganze auch super gut und du stresst deinen Körper und deinen Energiestoffwechsel nicht. Nummer zwei, wie das Ganze noch einfacher wird, ist, du kannst theoretisch auch MCT-Öl nutzen. MCT-Öl, das sind so kurzkettige Fette, die recht schnell für deinen Körper verfügbar sind, teilweise sogar die Blut-Hirn-Schranke durchdringen. Und da wäre der Klassiker zum Beispiel ein Löffel Kokosöl. So, es hat Kokosöl, MCT-12-Öl, das ist nicht ganz so kurzkettig, auch wenn es ein kurzkettiges Fett ist. Ne? Also, sorry, wenn ich jetzt verwirre, aber du solltest einfach alles mitkriegen, damit du einfach gleich nur noch weißt, hey, das will ich machen und let's go. Also, Kokosöl enthält Laurinsäure, das ist ein MCT-12. Besser wären noch kurzkettigere MCTs, MCT-8-Öle zum Beispiel. Auch da, schau einfach im Internet und nimm dir das günstigste MCT-8-Öl, was du kriegen kannst. Der Vorteil an MCT-8-Öl ist auch, dass es flüssig ist. Mein absoluter Favorit sind nach wie vor die exogenen Ketone und zum Beispiel zwischendurch mal ein paar Eier oder sowas, wenn ich dann wirklich Hunger kriege. Oder eben halt nochmal einen Tee mit einem Schuss MCT-Öl. Und so kann ich persönlich zum Beispiel easy bis 12 Uhr komplett konzentriert abliefern. Und noch besser läuft es übrigens mit etwas Bewegung zwischendurch. Das heißt, wenn dann irgendwie so ein Hunger aufkommt, ein zügiger Spaziergang oder mal 20, 30 Kniebeugen. Und dann geht vor allem, wenn du schon die Ketone gewohnt bist und dein Körper ein bisschen Keto adaptiert, auch die körpereigene Ketose recht schnell los. Und dann kommst du nochmal richtig in Fokus. Dann fängt es an, richtig Spaß zu machen. Genau, das sind meine drei besten Alternativen für den Kaffee. Und wenn du offene Fragen hast, dann melde dich gern bei mir. Du bekommst auch noch ein paar hilfreiche Links unter dem Video. Da kannst du gerne mal reinschauen. Und wie gesagt, stell alle Fragen, die du möchtest. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.